Michael Dietrich von Dovas hier in Bregenz. Sie haben gerade den 1,5-Jahresbericht präsentiert. Wie ist denn die allgemeine Situation hier in der Beratungsstelle, Notschlafstelle und beim Wohnen? Also wir hatten im Jahr 2017 das erste Mal seit langer Zeit rückläufige Klientinnenzahlen. Im ersten Halbjahr 2018 ist dieser Rückgang ein bisschen zum Erliegen gekommen. Aber der Rückgang 2017 war sehr deutlich und der hat eigentlich schon eingesetzt im zweiten Halbjahr 2016. Und das hat einen eindeutigen Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Auch die Erholung hat, die konjunkturelle Erholung hat im zweiten Halbjahr 2016 eingesetzt. Sie sprechen es gerade an, die konjunkturelle Entwicklung lässt sich aus Ihren Statistiken klar ablesen. Wie ist Ihr Ausblick auf die Zukunft? Wird das so weitergehen? Wird die Zahl der Beratungsstunden, der zu beratenden Personen, der Wohnungslosen weiter abnehmen oder ist es eigentlich nur ein kurzes Aufatmen? Das ist momentan schwer abschätzbar. Nach übereinstimmender Einschätzung aller Wirtschaftsforschungsinstitute war der Höhepunkt der momentanen Konjunkturphase schon Ende 2017. Die Entwicklung schwächt sich ab. Und da wird sich zeigen, was jetzt tatsächlich passiert. Was ich meine und glaube, ist, dass gerade das, was die Bundesregierung da gerade im Hinblick auf die Arbeitsmarktförderung oder Beschäftigungsförderung vorhat, Gift ist, vor allen Dingen für unsere Klientinnen. Die Entwicklung am Arbeitsmarkt wird nicht auf Dauer so weitergehen in den nächsten Jahren und gerade unsere Klientinnen, die gering qualifiziert sind, bräuchten da gezielte Förderungen, um auf dem Arbeitsmarkt zu kommen. Und wer jetzt noch nicht auf dem Arbeitsmarkt angelangt ist, braucht das umso mehr. Und wenn wir jetzt gerade in dem Bereich die Beschäftigungsförderung, ob das Arbeitsprojekte oder auch allgemeine öffentliche Beschäftigung sind, ist da dahingestellt. Wenn wir die zurückfahren, ist das eine Katastrophe. Wo wir gerade beim Klientel sind, wer braucht die Hilfe von Dovas? Wie verändert sich das im Laufe der Zeit? Welche Gruppen sind hier stärker betroffen wie andere? Insgesamt hat sich in den letzten 10 Jahren unsere Klientel deutlich verändert. Von vielen, die bei uns um Unterstützung nachfragen, wissen die Nachbarn nicht, dass die Mindestsicherung beziehen oder zum Dovas gehen. Also das ist sehr viel normaler geworden. Wir haben 2015, 2016 viele Flüchtlinge dazu bekommen. Wir hatten in den gleichen Jahren aber auch einen Höchststand bei den österreichischen Staatsbürgerinnen. Also das liegt nicht alles an den Flüchtlingen. Wir hatten auch im Jahr 2011 einen großen Schub bei den Zahlen. Auch da waren noch keine Flüchtlinge da. Momentan schiebt man ja in Österreich alle Dinge, die schief laufen, auf die Flüchtlinge. Und vergisst dabei, dass wir hausgemachte Probleme haben und uns eigentlich mehr um die kümmern müssten. Und ja, das ist, glaube ich, momentan ein Dilemma, dass man, dass diese Flüchtlingsgeschichte alles überdeckt. Wir haben auch viele österreichische Klientinnen und welche, die zwar Ausländerinnen sind, aber lange hier in Österreich leben. Das ist momentan die Situation.